Disclaimer. Oh mein Gott, dass ich das vorher noch extra sagen muss, mein Gott. Ich habe kein Problem mit Marcel Scorpion, seinem Content und sämtliche Äußerungen, die ich in diesem Video tätige, sind nicht persönlich beleidigend oder bösartig von mir gemeint. Und nun viel Spaß mit diesem Video. An die verdammten Vollidioten, die diesen verdammten Disclaimer wirklich gebraucht haben. Ich hasse euch alle, ihr seid so unglaublich dumm. Oh, 12.49 Uhr, ein wunderschöner Tag. Ah, ich habe richtig Bock auf ein paar richtig nice Videos, Leute. Ohne Witz. Ich liebe YouTube einfach. Was ist hier alles? Minecraft, Dena, ach, keine Ahnung, Julienko, Kaiser Koshi, Pete's Meat, ganz viel Pete's Meat, Kedos, LP mit Kev hat gestreamt, das, das gefällt mir alles nicht, Was ist denn in den Trends drin? Was haben wir denn in den Trends? Wir haben hier einmal, was geht ab, bisschen Blatt zum neuen Jahr, Weihnachten, Familie Ritter, schon gesehen, Marcel Scorpion, Distrack 2.0? Distrack 2.0 von Marcel und Scorpion? Moment mal, ist das vielleicht genau der Distrack, den er mir hier... Er hat geschrieben, warte mal, er schrieb, wollte Bescheid sagen, Sonntagabend kommt mein Track, wenn du dich nicht komplett umbringst, gebe ich dir den Pre-Release. Mach halt, du kannst direkt mit mir uploaden. Reaktion kommt, ja, scheinbar ist das genau der Track, den Marcel mir als Pre-Release geben wollte, damit sein Video da noch ein bisschen von profitiert. Schade, Marcel, dass du es nicht getan hast, weil ich hätte gerne mit dir hochgeladen gleichzeitig, du Lappen. Gut, Leute, ich habe mir das Ding schon einmal angehört und ich muss sagen, ich würde es jetzt gerne noch ein zweites Mal mit euch ein wenig auseinanderpflücken. Ich werde jetzt nicht auf Tubo oder sonst wen hier machen, Leute. Ich werde jetzt auf das musikalische Groß nicht eingehen, weil ich einfach mich dazu nicht bereit fühle. Ich bin jetzt generell mal gespannt, Leute. Ich habe den kompletten Track nicht mehr vor Augen. Ich habe ihn gestern Abend einmal kurz gepumpt, um einen kleinen Eindruck davon zu bekommen. Aber Platz 2 auf den Trends. Marcel auf jeden Fall schon mal Respekt auf jeden Fall dafür. 53.000 Likes und 7.000 Dislikes. Das sieht ähnlich aus wie zu dem Zeitpunkt, bis Marcel Scorpion eine Reaktion über meinen Track gemacht hat und seine verdammten Zuschauer meinen Track immer weiter gedisliked haben. Ist aber gar kein Problem, Marcel. Ich erlaube mir ein Urteil später, okay? Also schauen wir erstmal in die Kommentare. Dislike von Denergy in 321. Dennis. Also ich kriege die Message nicht. Das sieht ja schon mal vielversprechend aus. Schauen wir doch einfach mal, was dahinter steckt. Was geht YouTube? Herzlich willkommen zum zweiten Community-Distrack. Ach krass, er hat 2014 sogar schon mal was gemacht. Ja gut, Leute, 2014 konnte ich sogar noch so eine Peinlichkeit wie das hier hochladen. Ich hab den Weltkrieg allein bestritten und bin schon 700 Mal auf dem Einhorn geritten. Leider ist nicht mehr 2014, sondern wir haben 2018 und ich hoffe mal, dass du dich auch weiterentwickelt hast, Marcel. Zweiten Community-Distrack, 4 Jahre später. Seid ihr bereit? Wieso bist du so aus dem Atem, Alter? Es klingt so als... Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ich bin sowas von bereit, Marcel. Okay. Erstmal schön die Jacke ausziehen, ganz klar. Ein Pixelmo-Film. Auf jeden Fall Respekt an den Regisseur an dieser Stelle. Ich lass YouTuber zittern, so als wäre ich das Finanzamt. Digga, COD-Style, komm, wir klären's mit der Pumpgun. Ich will Beef und kein Peace, das ist Real Talk, Faggot. Doch vielleicht doch nicht so ernst, ich hoffe, ihr kriegt die Message. Er steigt hier direkt mit der Hook scheinbar ein, die meiner Meinung nach nicht mit Autotune versetzt worden ist, welcher tatsächlich in der Pitch Correction nicht so funktioniert, wie er eigentlich funktionieren sollte, weil, also vielleicht ist das ja auch ein Stilmittel, dass es so schief klingt, ich weiß es nicht, das ist ja bei Lil Wayne auch so gewesen. Ich glaube, Marcel Scorpion und Lil Wayne kann man absolut auf eine Stufe stellen, oder? Oder? Kann man das? YouTuber zittern, so als wäre ich das Finanzamt. Und dann beschwert er sich über meine Herumspring-Moves, wenn er so einen hier macht. Warte mal. Wäre ich das Finanzamt, Digga. Was ist das? Ich weiß nicht. Ist das. Sieht aus wie Parkinson, Bruder. Digga, COD-Style. Klar. Komm, wir klären's mit der Pumpgun. Ich will Beef und kein Peace. Das ist Real Talk, Faggot. Doch vielleicht doch nicht so ernst. Ich hoffe, ihr kriegt die Message. Ich rap auf 40 BPM. Ey, ich bin zurückgeblieben, man kann's erkennen. Ja, ist auf jeden Fall ein etwas langsamerer Beat. Finde ich aber gar nicht so schlimm. Immer so schnell zu flowen ist ja auch anstrengend, ne? Ja. Ich darf eigentlich selber das Maul nicht aufreißen, weil ich bin absolut genauso beschissen wie er. Rewe reagiert, guck, wie's mit Werbung gestreckt ist. Ja, du lebst in deiner Minecraft-Welt mit Erdkugel eckig. War das diese zwei Lines, die so wack sind, dass die dir peinlich sind, Marcel? Dann lass mich das nächste Mal noch einfach raus. Rewe reagiert... auf Video, was mit, wie war das?
Moment mal, ich will's noch mal ganz kurz hören. Die Message. Revi reagiert, guck, wie's mit Werbung gestreckt ist. Ja, du lebst in deiner Minecraft-Welt erdkugeleckig. Ja, keine Ahnung, irgendwie ist der Punch halt ein bisschen inhaltslos. Du lebst in deiner Minecraft-Welt erdkugeleckig. Soll mich wahrscheinlich auf das Spiel reduzieren, was ich dauerhaft spiele, nämlich Minecraft. Marcel, wenn ich dich auf Call of Duty reduzieren würde, dann, können wir mal gucken, wer von uns beiden da besser rauskommt. Anderes Thema jetzt mal ganz kurz. Ein Video mit Werbung strecken. Ich wüsste nicht, dass ich mit Werbeeinspielern ein Video strecken kann auf über 10 Minuten oder sowas. Das ist mir tatsächlich bis dato neu. Aber Marcel, wenn du da Technologien bei Google herausgefunden hast, die das möglich machen, sag mir doch einfach Bescheid. Das klingt auf jeden Fall echt interessant. Und dieser Punch macht in dem Fall genauso viel Sinn wie letztes Mal. Der Punch mit der Werbung und den Videos auf 10 Minuten strecken nämlich gar nicht. Aber okay. Deiner Minecraft-Welt mit erdkugeleckig. Hol euch runter auf den Teppich und fick in Scope 21 auf der Handelbank beim Training, da drückt in Scope 21. Okay, aus InScope 21 eine InScope 21 Punchline zu machen. Kann man bringen, finde ich nicht verkehrt. Ist auf jeden Fall okay, kann ich absegnen. Pisser, kommt mir nicht mit, leb für die Musik. Digga, Case und Mascher verkaufen weniger als ich. Ja gut, Marcel, das liegt auch daran, dass du halt vor Martin Schulz tatsächlich dann dein eigenes Buch beworben hast. Und Martin Schulz dazu nur Folgendes gesagt hat. Und zwar habe ich ja dieses Jahr erst ein Buch zum Thema Glück veröffentlicht. Das ist eine Schande, das ist genau wie das Schreddern von Küken. Ja, mag jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Zusammenhang geschnitten worden sein. Ich entschuldige mich auf jeden Fall schon mal dafür. Aber gut, schauen wir weiter. Ja, mein Buch steckt mehr Inhalt als in allen euren Tracklisten. Kein Respekt mehr ist die Meinung zu deinen Rap-Künsten. Ich finde den Autotune-Effekt gar nicht so weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das hätte man auf jeden Fall nochmal besser machen können. Ich finde, der wirkt am Anstellen ein bisschen unsauber. Irgendwie, ja, halt nicht so tight. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht bin das auch nur ich. Cars Rich, aber nicht interessant. Cars mit Clips, weil der nächste auf der Bank hat. Ungemacht Klicks durch den Content von anderen. Game Brother Hype nur durch FIFA erlangt man. Und das hier geht an JFK, ich rede viel. Wenn wir uns mal treffen, gibt's eine Schelle, bis der Schädel bricht. Oh, jetzt auch hier wieder eine Gewaltandrohung mit einer mordreifen Waffe, nämlich Marcells Unterarm. Ich fand die Flow-Variation hier ganz schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Brother Hype nur durch FIFA erlangt man. Und das hier geht an JFK, ich rede viel. Wenn wir uns... JFK nicht minderjährig? Ich weiß nicht, Marcel, ob du dafür nicht in den Knast kommst. Also ich würde auf jeden Fall mit solchen Aussagen im Internet echt vorsichtig sein. Ich meine, Tanzverbot hat eine Plastikwaffe auf Twitter gepostet und wurde gelöscht. Vielleicht wirst du jetzt dafür angezeigt. Also, no front an der Stelle. Schauen wir weiter. YouTuber zittern, so als wäre ich das Finanzamt. Ja, ich weiß nicht, irgendwie, die Hook geht mir. Ich will Beef und kein Peace, das ist krieg die Message. Ich lass YouTuber. Ja, die Hook kennen wir ja schon. Ja, komm, halt's Maul, Marcel. Halt's Maul! Jonas und sein Girl kriegt die Message. Jonas und sein Girl kopieren Marcel, wo es geht. Und ja, Denise wäre gern wie Sonny, nennen sie Ali Boumaier. Oh mein Gott. Okay. Natürlich auch die Frage, ob man sowas kopieren macht. Komm, was reg ich mich auf? Machen wir weiter. Diesen Danergy überfahre ich per Panther Jeep. Er macht auf arrogant, ja. Doch he is still a big fan of me. Okay, den hätte man rauslassen können tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, also... Doch he is still a big fan of me. Oh Leute, ohne Witz, da kriege ich gerade Cringe-Schiffern. Ich weiß nicht warum, but he is still a big fan of me. Ich weiß, dass das genau in diese Comedy-Rap-Sache rein soll. Genau den gleichen Scheiß, den wir auch versucht haben. Aber es funktioniert einfach nicht, glaube ich, wenn man kein richtiger Rapper ist. Das hat bei uns nicht funktioniert und das funktioniert hier genauso wenig. Es klingt irgendwie, ja, einfach unangenehm und irgendwie, weiß ich nicht, man will sich halt schütteln und das Leben nehmen, wenn man das hört. Keine Ahnung, ich weiß nicht, echt scheiße. War das in der Bar, als wir uns damals noch erkannten? Deine Hände haben gezittert wie bei Parkinson-Erkrankten. Parkinson-Erkrankten! Ja, Mann, das Parkinson musst du richtig... Parkinson-Erkrankten! Ja, schön, kann man machen. Mhm. Deiner Schisser, was steht bei Monte in der Geschäftsbilanz? Du hast 50.000 nur für FIFA-Points vercheckt, du Punk. Geschäftsbilanz vercheckt, du Punk. Ja, ist schön. Kann man auf jeden Fall. Also textlich ist es gar nicht so verkehrt so. Wieso regt mich auf? Ich kann den Lauch nicht mehr ertragen. Deshalb schnapp ich ihn und box den Typen blau wie seine Haare. Blau wie seine Haare, blau, diese schönen, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, diese Aggressivität, die da so ein bisschen durchkommt. Also, es wirkt halt mehr so, als hätte er tatsächlich mit uns allen ein Problem und als würde er uns wirklich alle verachten. Was ja auch irgendwo verständlich ist, denn das gleiche denken wir von dir. Spaß beiseite, Marcel, ich mag dich. Erstmal noch zum Rezo-Front. Ich nehme an, da versucht man jetzt gerade ganz kurz eventuell den Rezo-Diss-Track zu triggern. Ist dann halt die Frage, ob tatsächlich sich ein Rezo davon überhaupt triggern lässt, Marcel. Marketingstrategie nicht ganz durchdacht. Sweezy macht jetzt auf
Sweezy, nie gehört. Keine Ahnung, wer das ist. Wachsen, lass den Alk stehen, sonst knallt's. Ja, Bruder, alle 3,15 hier mit der Belvedere-Flasche, ne? Schön, Alter. Kriegst du gerade mal zu zweit hochgehoben. Gönnt euch auf jeden Fall schön rein hier. Sind da scheinbar die einzigen Leute, die es echt verdient haben, gedisst zu werden. Respekt, Marcel, du hast das gut gemacht. Mann, doch sieht noch immer aus wie 13,5. Danny Jesten geht von COD zu Games, was mehr für Kinder ist. Geht von COD für Games, was mehr für Kinder ist. Ja, das ist halt immer das Ding so. Keine Ahnung, zum Beispiel Trettmann biegt die deutsche Sprache ja auch so, wie er will. Und das kann man eigentlich im Hip-Hop immer ganz gut machen, meiner Meinung nach. Finde ich jetzt, also da gab es halt Leute, glaube ich, in den Kommentaren, die gesagt haben, das ist gar nicht deutsch. Sehe ich ganz anders, kann man auf jeden Fall machen. Also finde ich überhaupt nicht schlimm. So, ey, ich fühle mich echt gerade wie Tubo. Ich sollte mehr beleidigen, weniger bewerten. Was soll die Scheiße eigentlich hier? Okay. Der ja, so sieht der aus und der selbst spricht wie ein Behinderte. Und er warte mal. Geht von COD zu Games, was mehr für Kinder ist. Ja, ja, so sieht der aus und der selbst spricht wie ein Behindertes. Achso, das soll auf das Kind kommen. Boah, da hakt's dann schon irgendwie ein bisschen, ne? Keine Ahnung, nimm dir das Leben, Marcel. Aaron, mach doch witzig, stell dem Kasperle ein Bein. Wie lang hältst du deine One-Night-Stands mit Katja noch geheim? Hä? Ey, Primat. Das war ganz nice. Ich vor ganz YouTube lächerlich gemacht. Ja gut, ich weiß ja nicht, was du gerade machst, Marcel, also... Wie bei vielen hat's auch hier ja mit dem Rappen nicht geklappt. Ja, wie bei uns beiden, Marcel, wir sollten es eigentlich alle sein lassen. Bei Al-Brali hab ich Angst, mit so einem Typen in einem Land zu wohnen. Der macht ja jetzt auf YouTube noch mehr Ansagen als Tanzverbot. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Extrem gut herausgestellt. Ansage, Ansage, Ansage. Al-Brali, du wurdest getroffen. Und getroffene Hunde bellen. Los, bellen an! Ich bin gerade im Modus, jetzt wird Red gedisst. Wobei, wenn ich das mache, kommt direkt morgen ein Track zurück. Wäre ja genau das, was du dir wünschst an der Stelle, oder? Bibi, mir fällt zu deinem Scheiß da nichts ein, Alter. Wenn ich Bibi fertig mache, bin ich dann ein Eyeliner? Okay, dafür, dass jetzt die Punch okay ist, fertig machen, Eyeliner, also im Sinne von Make-up auftragen, ist es jetzt ein bisschen overacted. Also das... Also so... YouTuber zittern, so als wäre ich das Final. So wie es sich jetzt gerade im Video gibt, ist es halt der Punch des Jahrhunderts, aber es war mehr so ein Punch, den, ja, keine Ahnung, jeder Ruhrpott-Battle-Rapper alle 2 Minuten mal zwischendurch droppt, wenn er am Klo sitzt. Aber ja, gut, man kann ja zelebrieren, was man hat, ne? Finanzamt, Digga, COD-Style, komm, wir klären's mit der Pumpgun. Ich will Beef und kein Peace, das ist Real Talk, Faggot. Doch vielleicht doch nicht so ernst, ich hoffe, ihr kriegt die Message. Ich lass YouTuber zittern, so... Okay, hier ist wieder die Hook. Ja, okay, Hook. 2018 hat gerade mal angefangen, yo. Aha, yo. Es wird ein langes Jahr, Leute. Ja, meistens dann 365 Tage, um genau zu sein. Lasst ein Like da, ihr Pisser. Auch eine sehr inhaltslose Aussage hier am Ende. 2018 hat gerade mal angefangen, das wird ein langes Jahr, Leute. Das ist so wie, Leute, es ist gerade Januar und im Januar ist es meistens kalt. Lasst ein Like da, ihr Pisser. Intention, Inhalt, verstehe ich jetzt nicht an der Stelle. Ja, Leute, keine Ahnung, ich glaube, ich war nicht zu gemein. Marcel, ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal dafür, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, dieses Meisterwerk vorher zu... Ach, hat er gar nicht. Hat er gar nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Ach so, ja gut, schade, Marcel. Trotzdem, meiner Meinung nach, komplett in Ordnung, Alter. Ich muss es jetzt nicht zerlegen. Ich fand es überhaupt nicht schlimm so. Es ist halt Comedy-Rap, Leute. Man kann uns YouTube-Gestalten eh nicht ernst nehmen. Weder kann man Marcel Scorpion ernst nehmen, noch mich, noch ApeCrime, noch irgendwen anderen auf dieser Plattform, meine Freunde. Wir haben alle keine Kredibilität. Wir sind alle Sklaven des Systems. Und von daher sollten wir eigentlich alle gemeinsam die Fresse halten und uns wahrscheinlich gegenseitig einfach mal in Ruhe lassen und versuchen, ein friedliches Miteinander zu erwirken. Und genau so ein Diss-Track hilft da auf jeden Fall eine Menge. Genau wie meiner. In diesem Sinne, Marcel, ich bin auf jeden Fall dankbar dafür, dass ich mir dieses Meisterwerk anhören konnte. Die Hook hat mir nicht gefallen. Vom restlichen her vollkommen in Ordnung, Alter. Also, keine Ahnung, ich will jetzt auch gar nicht vergleichen, ob du zum letzten Track eine Steigerung hingelegt hast oder nicht, weil so sehr möchte ich deine Scheiße dann doch nicht pumpen. Aber Marcel, sei ganz unbesorgt. Ich bin dir auf jeden Fall dankbar für diese starke Antwort an mich. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt in meine eckige, runde Minecraft-Welt zurückziehen und da noch ein bisschen rumheulen. Und ja, Leute, nicht vergessen, Cryptocurrencies müssen auch versteuert werden, ne? Immer 2 Liter Wasser am Tag mindestens trinken. Kauft mein Merch. Was war da noch? Ach ja, genau. Und zu viel Zucker macht Diabetes. Also, meine Freunde, lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, der Original-Link zum Video ist in der Beschreibung. Denkt mal, wir sind hier fertig. War ganz gut, kann man sagen. Schönes Video. Respekt, Regen. Respekt. Kann man auf jeden Fall einfach mal abonnieren, Daumen hoch lassen. Tschüss. We'll be right back.